Was Spieler angeht, wir waren mit dem Feld sehr, sehr zufrieden. Es hat zwei, drei Absagen gegeben, die uns, ich glaube, das kann die Barbara dann noch einmal bestätigen, wo wir ein bisschen enttäuscht waren. Vor allem, sage ich jetzt einmal, bei der Iga Swiatek, weil wir gerade zu dem Zeitpunkt natürlich den polnischen Markt sehr stark beworben haben, nach ihrem sensationellen Erfolg in Paris. Und wir waren ready, die Nummer 1 der Welt hier zu begrüßen. Und das ist halt schade. Aber wie gesagt, alles haben wir nicht unter Kontrolle, aber zumindest haben wir das Wetter unter Kontrolle diese Woche. Ich weiß nicht, Barbara, willst du da noch was sagen? Ja gut, das ist ja dass die Namen Swiatek, Osaka, Kerber, wurde genug drüber geredet, aber dass wenn du die drei auch noch im Feld hast, dann ist es praktisch ja gar nicht mehr zu übertreffen, Nummer 1 und dann eine, die jeden interessiert, Osaka und die deutsche Nummer 1. Und das war schade, aber wie Edwin sagt, das liegt dann auch nicht mehr in unseren Händen. Ich glaube, wir haben im Vorhinein alles gemacht und dann ist es am Ende auch ein bisschen Pech. Osaka hat jetzt auch mit Achillessehnenproblemen weiter Wimbledon abgesagt. Also es scheint ja wirklich was Ernsthafteres zu sein. Und auch bei Angie muss man Verständnis haben, dass sich jetzt auf ihre zwei Turniere konzentriert und in Swiatek. Ja, es ist halt schade, wenn jemand dann so erfolgreich ist. Die offizielle Begründung war Schulter. Das passiert nach einem langen Turnier, da haben wir dann keinen Einfluss drauf. Aber gerade das Tennis, was hier gespielt wurde, also ich kann das nur nochmal betonen, das war wirklich, also ich habe viel Tennis in meinem Leben gesehen, aber ich fand, die Tennis-Matches hatten echt eine großartige Qualität durchweg von Anfang an. Also das war sehr, sehr spannendes Tennis.